Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf beim virtuellen Waldorf Weekender. Erstmal viele Grüße an alle Zuschauenden und natürlich das Waldorf Weekender Team, besonders Heiko, Hagen, die beiden Andis und Spion. Ja, wie komisch, dass wir dieses Jahr nicht zusammen sein können, aber wir machen das Beste draus und dann nächstes Jahr sind wir dann wieder vor Ort in Waldorf. Genau. Ich möchte mich nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Ich habe gedacht, viele werden wahrscheinlich Live-Musik bringen oder DJ-Sets. Also wollte ich ein bisschen was anderes machen, ein bisschen für Abwechslung sorgen und ich zeige euch meine Top 3 Tour-Videos. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt ein bisschen lachen. Das erste Video entstand 1998. Da haben wir in Nordmalling gespielt. Das ist der nördlichste Punkt, an dem wir je gespielt haben. Das ist in Schweden. Und es war der letzte Auftritt unserer Tour. Es war auch der Tag, an dem wir Eilert Pillam entdeckt haben auf Kassette. Und wer ihn nicht kennt, einfach mal googeln und genießen natürlich erst nach dem virtuellen Waldorf Weekender. Jedenfalls hatten wir einen sehr lustigen Auftritt gespielt und waren gut drauf, wie fast immer. Sind nach dem Auftritt raus in die Kälte, minus 10 Grad, Schnee. Und das inspirierte uns zu folgendem Clip. Yeah! There's snow in the east, it's snow in the west, but this snow is me the best. Rock with snowman, we gonna roll with the snowman. Snowman! Gonna rock with snowman till the summertime. Here we are in Nordmaling. Oh, that's the best thing. Do the rock with the snowman. Roll with the snowman. Roll with the snowman. Rock till the summertime. Oh, babe. Ja, später haben wir den Song natürlich noch verfeinert und es wurde der Titelsong unserer ersten EP Rock with the Snowman auf Apart Records. Ja, das zweite Video entstand 2009. Da waren wir auf USA-Tour und wir waren schon recht lange unterwegs und wollten unbedingt zum Grand Canyon noch einen kleinen Abstecher machen und wir mussten unbedingt Wäsche waschen. Waren ein bisschen spät dran, sind dann in einen Waschsalon gefahren, der Navajo-Indianer da vor Ort und die waren auch Rockabilly, Psychabilly-Fans, wollten auch zum Viva Las Vegas Weekend. Da war eine ganz spannende Unterhaltung. Jedenfalls waren wir, wie gesagt, schon ein bisschen spät dran. Wir konnten nur noch waschen, nicht mehr trocknen. Aber auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Hallo Gero. Hallo. Wir müssen zwar gegenseitig. Was? Ja. So, heute war große Wäsche. Ja. Der Waschsalon hat leider früher geschlossen. Wir konnten nicht mehr richtig trocknen. Und die Wäsche erstmal gar nicht. Ja. Ja, Randy ist auch noch nicht getrocknet. Aber du hast verstanden immerhin. Oh ja. Blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn. So. Ja. Bis morgen früh muss es dann soweit sein. Ansonsten hat man noch mal nasse Schlüpfer. Ja, wie jeden Abend, ne? Fernsehen und Bier und Aircondition. Und morgen früh geht's zum? Zum Rock'n'Roll Festival nach Las Vegas. Ach so. Naja. Gut, alles klar. Denn noch ein Duell. Alles klar. Und das letzte Video, was ich euch zeigen möchte, ist diesmal nicht auf einer Bandtour entstanden. Das ist mein persönlicher Favorit. Wir waren mit 6 Leuten unterwegs im Jahr 2000 in den USA. Und sind mit unserem 15-Sitzer liegen geblieben. Ja, wir hatten dieses große Auto gemietet, damit wir genug Platz haben für uns und die Sachen, die wir gekauft haben und noch kaufen wollten. Jedenfalls hatten wir eine Autopanne in der Wüste von Arizona, kurz vor der Grenze zu New Mexico. Und was dann passierte, das ist schon eine Geschichte für sich, würde jetzt aber zu lange dauern. In Kurzform, ein Sheriff hat uns geholfen, hat einen Abschleppdienst organisiert und der hat uns dann auch noch zum Motel in Wilcox, Arizona gebracht. Und am nächsten Tag wollte die Autovermietung uns dann einen Ersatzwagen stellen für unseren 15-Sitzer. Und das sah dann so aus. Jörn, macht ein freundliches Gesicht. Uns könnte es nicht besser gehen. Wir haben ein neues Auto.
Wir haben gute Musik. Wir haben schönes Wetter. Aber wir haben diesen Kofferraum. Riesiges Gepäck. Das gibt schon Sack mal drin, ja. Und wir haben das Gepäck. Der Beblock. Und auch noch Andrea. Der muss auch mit. Und wir haben einen Plan. Wir warten. Ja. Kommt rein, kommt Rat, sagen wir. Ja, ich hoffe, mein Beitrag hat euch ein bisschen gefallen und zum Lachen gebracht. Bleibt noch dran für den Rest des virtuellen Waldorf Weekenders und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo wieder im reellen Leben auf einem Festival oder Konzert. Bis dann.